Die absolute Weltsensation hier in den City-Arkaden. Zum ersten Mal überhaupt hier heute zu erwerben und kostenlos zu testen. Der erste ferngesteuerte Mixer. Meine Dame, bitte Sie, kommen Sie mal her. Und wenn man es selber probiert, macht es am meisten Spaß. Einfach mal probieren. Moment, mein Handy klingelt. Jetzt mal aus dem Deckel drin. Moment. Da? Einfach mal draufdrücken und warten, bis es funktioniert. Brauchen Sie nicht weit weggehen, keine Angst. Ja? Die Skepsis der Kundinnen ist völlig unbegründet. Der ferngesteuerte Mixer mixt und mixt und mixt. Ein echter Quell überschäumender Freude. Als Mann hält man ja gerne den Deckel drauf. Hilft auch nichts. Das Gerät deckt eigentlich alles ab. Das scheint die Kaufinteressierten besonders zu verblüffen. Entschuldigung, könnten Sie mir mal kurz helfen? Hier vorne steht mein Auto und ich habe hinten eine teure Lampe drin. Na, das ist super nett. Das ist auch nur 2 Minuten, dann bin ich wieder zurück. Das ist mir zu gefährlich. Das ist eine Designerlampe, die ist super teuer gewesen. Und das wäre einfach schade, wenn da was passieren würde. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ne? 2 Minuten. Vielen Dank. 2 Minuten können eine verdammt lange Zeit sein. Auch auf einem ganz harmlosen Parkplatz. 2 Euro. Also, du hast 2 Euro. Ja. Also. Denn es gibt nicht nur ferngesteuerte Mixer, auch Luxus-Cabrios können sich selbstständig machen. Sehr selbstständig und ohne Rücksicht auf teure Designerlampen. Langsam reift eine fundamentale Erkenntnis. Das ist ja automatischer. Ja, weiß, die ist aber auch sehr schlau. Mach doch Bremsen. Da rollt er hin, der Wagen. Und da geht die zweite Lampe. Dieser Herr beschließt, sich das Ganze erstmal in aller Ruhe anzuschauen. Aus rein technischem Interesse. Dann schaltet er doch in den Hyperaktivmodus. Frau, wieso sind Sie denn mit meinem Auto gefahren? Nix. Ich habe den Gang rausgemacht. Das Auto, ich bin da gestanden, fahren ist das Auto fort. Das Auto allein von laufen. Warum sind Sie mit meinem Auto gefahren? Nein, ich bin nicht gefahren. Ja, sicher sind Sie gefahren. Nein. Sie können mir doch nicht erzählen, dass mein Auto alleine fährt. Da ist das Auto angefangen laufen. Ja, glauben Sie mir's? Ich hätte das Auto rennen können lassen. Mein Gott, wenn Sie mich gefragt hätten, dann hätte ich Sie mal mit meinem Auto fahren lassen. Nee, ich bin nicht gefahren. Der Wagen kann nicht alleine fahren. Der Gang war ganz hinten, wo ich daher gesprungen bin.
Das Auto ist von Klappmeck. Das ist jetzt. Diese sachlich nüchternen Ausführungen haben vielleicht doch was für sich. Ich hab nichts gemacht. Ich bin hinter dem Auto gestanden, hab da aufgepasst. Auf einmal läuft das Auto fort. Kommen Sie mal, die Bedienungsanleitung habe ich hier irgendwo. Vielleicht steht hier irgendwas in der Bedienungsanleitung. Hier. Bedienungsanleitung. So lange habe ich den Wagen ja auch noch nicht. Ich habe noch nichts gemacht. Aber das können, mich jeder. Das können Sie lesen. Verstehen Sie Spaß? Also ich verstehe Spaß. Verstehen Sie Spaß? Ich hab nichts dran gemacht im Alter, ich bin da noch hintergestanden, ich bin ganz verschaukelt. Ja, glaube ich, weil das ist ein Spaßmobil. Herzlich willkommen bei der Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß. Ach so. St. Peter-Ording an der Nordsee. Hier gibt es viele nette, freundliche Leute, Sand und Strand im Überfluss und leckere Snacks in Übergröße. Heiße Würstchen, 25 cm. Heiße Würstchen, 25 cm. Und die Herren haben Appetit? Wir haben Appetit, ja. Mahlzeit. 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 Moin, moin. Heiße Würstchen, 25 cm. Wie viel wollen Sie? Eine. 2 Euro bitte. Sie auch eine? Auch eine, jawohl. Das fällt doch mal hier auf. Mit Senf? Ja, gerne. Beide mit Senf, ja? Jo. So. Ein Würstchen. Kleinen Moment bitte. So. Hier ist Ihr Würstchen. Na ja. Aber das muss erstmal aufs richtige Maß gebracht werden. Mhm. Danke. Da braucht man sich gar nicht wundern. Im Leben gibt's nun mal nichts geschenkt. Prüfung. Kuchen auch nicht viel. Also, dann wünsche ich Ihnen auch guten Appetit und dann möchte ich ganz gerne mein Geld wieder haben. Tut mir leid. Heiße Würstchen, 25 cm, exakt. Guck, messen Sie bitte nach. Komm, hör auf mit so einem Kram, bitte mein Geld wieder zurück. Das steht doch hier hinten auf dem Plakat, ganz groß, 25 cm. Da steht aber nichts davon, dass Sie hier meine Würstchen rumknabbern. Also, komm. Also meine können Sie auch so behalten. Mal schauen kurz. Na, sonst geht's Ihnen gut, oder was? Was ist das denn? Was glauben Sie, was will ich nicht? Nö. Ich bin Dippmarscher. Wissen Sie, was das heißt? Das ist fast ein Todesurteil. Bitte was? Ich bin Dippmarscher. Das ist fast ein Todesurteil, was Sie da gemacht haben. Heißes Würstchen, 25 cm. Steht doch hier hinten. Dann können Sie ein Messer nehmen und meinetwegen das abschneiden. Das können Sie machen, wie Sie wollen, auf 25 cm. Ja, okay. Sie können selber schauen. Nehmen Sie mal die Wurst. Vermessen Sie mal. Nehmen Sie noch mal kurz die Wurst. Ich messe auch gleich mal. Guten Appetit. Nein, kein guten Appetit. Ich möchte gerne ein neues Würstchen. Oder mach jetzt 2 Euro wieder. Mit Kleingeld. 2 Möglichkeiten. Na, die Möglichkeit ist eigentlich nur die. Backenfutter kriegen, das geht auch. Was kann ich kriegen? Backenfutter. Was ist das denn? Ja, das werden Sie dann schon sehen. Backenfutter? Ja. Zack. Zack. Ja, dann essen wir rüber. Ja. Oh. Nee, dann gib mir dein Geld zurück, komm. Nee, dann bräuchte ich keine mehr. Nee. Das wird ruhig satt. Nee, dann nehme ich keine mehr. Komm, gib die 4 Euro zurück. Sie haben 4 Euro bezahlt für 2 Würstchen. Ab 25 cm. Komm, gib mir die 4 Euro wieder, sonst kriegst du gleich Trouble mit mir. Bitte was? Da kriegst du gar Ärger. Warum denn? Ja. Meinst du denn vielleicht, ich esse das, was du angebissen hast? Ich bin nur nicht närrisch. Nicht so laut. Sie möchten die beiden ich möchte keine Wurst mehr. Ich möchte keine Wurst mehr von dir. Aber warum haben Sie sie erst bestellt? Ja, weil du vorher nicht abgebissen hast. Ja, du hättest dich ja vorher abbeißen können. Nix. Ich möchte eine ganze Wurst haben für 4 Euro, für 2 Euro und keine angebissene. Aber die haben exakt. Möchten Sie mal nachmessen? Nein, ich möchte nicht nachmessen. Da ist abgebissen worden und ich bin ein bisschen flexibel. Ich meine, ich wollte was haben. Was Sie am Mund hatten, wollte ich auch haben. Aber wenn Sie flexibel sind, ist das doch kein Problem. Nein. Komm, gib mir meine 2 Euro wieder. Was meine Frau macht, ist mir wurscht. Oh. Nee. Das ist aber ein bisschen frech, wa?
Sie möchten das Würstchen nicht? Na, wenn Sie mir kein anderes geben, nicht. Ich möchte nicht, wo Sie abgebissen haben. Ich finde das unhygienisch. Ganz schön pingelig. Also ich habe einen Gesundheitspass da, soll ich Ihnen den zeigen? Ja, das ist mir trotzdem, das ist mir wurscht egal. Das möchte ich nicht. Ist Ihnen wurscht egal? Ja, also ich möchte nicht, dass Sie, ich möchte ein Würstchen haben, wo keiner abgebissen hat. Wo gibt's denn sowas? Entweder Sie geben mir jetzt eine andere Wurst, schneiden die fachgerecht nach 25 cm oder Sie geben mir meine 2 Euro wieder. Ist Ihr Ernst? Ja, das ist, natürlich ist das mein Ernst. Gut, dann kriegen Sie jetzt eine neue. So, bisschen Senf war das, ne? Ja, ein bisschen Senf. So, fangen wir mal. Eins steht fest, der Mann hat seine Geschäftsprinzipien. Ja, dann fangen Sie ja wieder dasselbe an. Naja, sagen Sie mal. Oh, mach doch mal 2 Euro. 2 Euro. Ich will die Wurst nicht. Ich habe gesagt, entweder schneiden Sie die fachgerecht ab oder ich nehme die Wurst nicht. Die schmeckt aber. Geben Sie mir ja nur die 2 Euro wieder. Kommen Sie ein bisschen näher. Ich gebe Ihnen jetzt die 2 Euro und sage einfach vorher noch mal herzlich willkommen in der Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß. Geben Sie mir die Hand. Nö, ich bin eine Kamera oder irgendwie. Herzlich willkommen in der Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß. Verstehen Sie das? Oh, doch. Sebastian Deile ist für seine Sendung Für dich tue ich alles unterwegs. Was soll denn das jetzt werden hier? Nehmen Sie mal die Kameras runter, bitte. 97 groß übrigens. Ich glaube, der hat keine gute Laune. Normalerweise ist es an Sebastian, andere zu überraschen. Kommen Sie rein. Heute steht ihm eine Überraschung bevor. In Form eines kleinen, von uns inszenierten Ehedramas. Was wird denn das? Ich möchte mich nur kurz vorstellen. Mein Name ist Sebastian Deile und ich möchte mit Ihnen über Ihre Frau sprechen. Oh. Ich glaube. Ach, alles klar. Ja, kommen Sie rein. Ja? Das ist ja klasse. Gut, kommen wir rein. Das ist ja. Pluto! Das ist ja. Wie viele Hunde haben Sie denn? 2. Pluto! Beide relativ groß und fleißig, oder? Ja, kann man sagen. Der eine ist zum Glück allein. Dann klappt das mit meiner Frau. Das ist. Wir wollen mal ein bisschen reden einfach. Haben uns gedacht, überlegen wir uns mal, ob Sie ein bisschen Zeit für uns haben und. Dann erzählen Sie mir ein bisschen was, dann erzähle ich Ihnen ein bisschen was und dann schauen wir mal. Schön. Wäre das eine Idee? Das wäre eine Idee. Ja? Das glaubt mir kein Mensch. Ja, vielleicht doch, mal gucken. Sollen wir rein? Ja, kommen Sie doch rein. Dankeschön. Wollen Sie vielleicht einen Schnaps oder so? Vielleicht danach, wenn wir es geschafft haben. Okay. Ja? Ich ziehe mir mal was an, ne? Adi? Ganz blöde Frage, die Frau ist nicht zu Hause. Nein, nein. Zu früh gefreut, eine Frau ist im Haus. Matthias? Schatz? Kommst du wieder rauf? Huch, was machen denn die ganzen Kameras da? Wir filmen. Entschuldigung, wo ist denn der Matthias? Hier bin ich. Drin, glaube ich. Sag mal, Matthias. Ich kläre das kurz, ja? Was komm rein, das? Komm rein. Was, ja, komm was rein. Heißt hier, komm rein? Was sind das für Leute? Das ist ein Fernseher. Ich habe dir doch erzählt von der. Na, von nicht, dass du mir erzählt. Ich habe doch geschrieben an den Sender. Meine Frau will doch beim Tatort mitspielen. Was, deine so, Frau? Das ist nämlich nicht seine Frau, wenn ich es mal kurz sagen darf. Das erklärt auch, warum er im Leoparden-Bikini durch die Gegend läuft. Ja, die kommt gerade raus. Matthias, Schatz, kommst du wieder? Das ist deine Geliebte. Deine Ehe retten kannst du übers Fernsehen. Und? Ja, weißt du was? Mir reicht's jetzt. Ich gehe nämlich jetzt, ja? Vergiss es doch einfach. Ich hab mit keinem Wort gesagt, dass ich mich von meiner Frau trennen würde. Hast du wohl. Mit keinem Wort. Oh, du Idiot. Herzlichen Glückwunsch. Entschuldigung. Schwierigkeiten? Sorry, nee, ach, alles klar. Ja, wir wollten über meine Frau reden. Ja, gut. Ganz in Ruhe, setz uns da hin, oder? Das war eben, ja, scheiße, meine Freundin. Autsch. Ja. Gut, das... Also, wenn das vielleicht irgendwie unter uns bleiben sehr kann. Gerne. Ich meine, der ganze Sinn der Sache ist ja... Sehr gerne. Dass das hier auch irgendwie für meine Frau passiert, ne? Versprochen. Danke. Gerne. Ich meine, das ist Ihr Stuhl. Nein, nee, ich bin ein bisschen. Erst tauchen Sie hier auf und dann auch noch. Naja. Ja. Ich kann mich auf Sie verlassen, ja? Auf jeden Fall.
Heißer, was machen die Nerven? Ja, liegen ein bisschen blank, ne? Du bist so ein Idiot, weißt du das? Ich glaub's mir mal nochmal. Ich ruf dich an. Besser so als mittendrin. Das wird definitiv sofort jetzt gelöscht, richtig? Ja. Gut. Bitte, meine Frau, darf auch von Ihnen kann ich mich darauf verlassen? Versprochen. Wirklich. Also überhaupt nicht unsere Baustelle. Nicht unbedingt. Endlich Zeit, zur Tagesordnung überzugehen. Naja, die Frauen halt noch. Ja, ist wahrscheinlich schon drei Jahre. Ne? Sie möchten gerne jemanden überraschen. Und ich würde gerne mal ein bisschen was über die Person erfahren, die Sie überraschen möchten. Mhm. Vielleicht erzählen Sie einfach mal, wer das ist, wie Sie sich kennengelernt haben. Und so ja, es geht um meine Frau Ingrid. Und ja, ich möchte meiner Frau eigentlich so ein bisschen danken dafür, dass sie mir in einer sehr schweren Zeit zur Seite gestanden hat. Mhm. Nur jetzt ist ein bisschen das siebte Jahr. Das, naja, kriselt ist vielleicht übertrieben, aber... Nur sagt er das verflixte siebte Jahr. Mich würde interessieren, was genau der große Wunsch, der Lebenstraum Ihrer Frau ist. Ja, klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber sie möchte gerne mal in einem Tatort spielen. Mhm. Also, das sagt sie jetzt öfter irgendwie. Hallo? Gucken, was jeden Sonntag, wenn er dann läuft. Das wird ja immer besser. Wenn man vom Teufel spricht. Hallo? 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 Hey. Was ist denn hier los? Guten Tag. Mein Name ist Deile. Ich grüße Sie. Ja, Heiserer. Wie Fernsehen. Was ist los? Gut, ich nehme die Sache jetzt aber mal in die Hand. Ja. Es geht um Folgendes. Ich muss es leider jetzt auflösen. Was ist los? Ihr Mann hat uns geschrieben, weil er sich gerne überraschen möchte. Ach. Und zwar möchte er gerne einen ihrer großen Träume in Erfüllung gehen lassen. Was natürlich jetzt schwierig wird, weil Sie es gemerkt haben. Ich wollte dir die Rolle für den Tatort beschaffen. Da habe ich ans Fernsehen geschrieben, dass du im Tatort spielen kannst. Ich wollte damit einfach ein bisschen das schwierige Jahr jetzt ein bisschen... Sag mal, findest du das vielleicht witzig? Freude hört sich aber anders an. Sei mal nie sauer, ich finde das überhaupt nicht witzig. Ich finde zwar ganz toll, dass du endlich mal auf die Idee kommst. Entschuldigen Sie bitte, ich glaube, dass wir Sie mal ganz kurz allein lassen, einfach, dass Sie sich ein bisschen besprechen können. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee, oder? Ich meine, Sie haben mir gerade gesagt, es geht um irgendeine Überraschung. Ja, das wir sind in einem scheiß Ehejahr und jetzt wird vielleicht noch diese miese Zeit unserer Ehe auch noch im Fernsehen gebracht. Ganz bestimmt. Dann holst du noch irgend so ein minderjähriges Moderatorenwürstchen hier ran, damit unsere ganze Eheplempe auch noch übers Fernsehen vertrieben wird. Ja, das kann ja wohl nicht wahr sein. Sicherlich wird nichts von dem, was hier gerade passiert ist, jemals ausgestrahlt. Das hoffe ich sehr. Ja. Was ist das eigentlich für eine Sendung? Das ist eine Hauptabendsendung in der ARD, die Montagabend um 20.15 Uhr laufen wird. Vielleicht kannst du dir von diesem erfahrenen jungen Mann mal einen Tipp geben lassen, wie man eine Ehe aufbessert. Vielleicht weiß der mehr darüber Bescheid als du, wenn er so eine Überraschungssendung macht. Ich kann ihn nur insofern in Schutz nehmen, dass er uns davon überhaupt nichts gesagt hat. Nicht das Geringste. Also, Ich kann Ihre Erregung verstehen, aber ich kann Ihnen versprechen, dass A, nichts davon an die Öffentlichkeit kommt und ich möchte mich auch... Ich habe meinen Rucksack vergessen. Wer sind Sie denn? Ist doch klar, der Überraschungsgast. Was heißt hier Rucksack vergessen? Anni, jetzt wird's ein schlechtes Soap langsam. Okay? Wie bitte? Ich habe es doch geahnt. Was gibt's denn da zu gucken? Was soll das jetzt hier? Ach, sie gehört zum Team. Ja, sie gehört zum Team. Das sah eben nicht so aus. Gehört die Dame zu ihrem Team? Ist doch jetzt sag mal, Herr Deißler, bitte. Das ist die Freundin von Herrn Deißler. Aha. Ja, ich bin die Freundin von Herrn Deißler. Wenn du jetzt nicht sofort deinen Mund aufmachst, wäre ich echt sauer. Ich weiß nicht, was ich da sagen soll, weil ich war noch nie in der Situation. Ja. Sie sind die Freundin von Herr Deißler. Könnten Sie mir das bitte bestätigen? Da ich nicht Herr Deißler bin, kann ich Ihnen das auch nicht bestätigen. Also, Entschuldigung, könnte ich hier mal ein bisschen Ruhe haben, ja? Ich möchte mal eines klarstellen. Ich bin weder die Freundin von Matthias, noch von Ihnen, Herr Deißler. Ich bin nämlich die Freundin von Frank Elsner. Und deshalb heiße ich Sie herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß. Ein
alte Sprichwort sagt hören. Travestiekünstlerin Mary bei Proben. Bitte auch Ruhe hinter der Bühne. Proben, die einfach nicht klappen wollen. Okay, dann wieder Achtung für eine Aufzeichnung und bitte. Ein altes Sprich. Ein bisschen Konzentration bitte auch am Vorhang. Oh, das tut gut. Das tut gut, ich kann euch das gar nicht sagen. Und bitte. Ein der Vorhang war. Entschuldigung, ich muss abbrechen, der Vorhang war zu früh. Ja, ich stand auch noch im Schatten hier. Ein Schattengewächs. Fertig und bitte. Mit dabei werden sein Herbert Knebel, Chris. Entschuldigung, die Bänder sind noch nicht gelaufen. Entschuldigung. Ich würde Sie wirklich bitten, dass Sie noch da bleiben. Es dauert wirklich nicht mehr lange. Warum muss ich mich denn drehen dabei? Kann dass der nicht das, irgendwie rumfahren? Dass wir das Publikum im Hintergrund so, haben. Ja. Ja. Oder ich gehe rückwärts runter, dann haben wir gleich das Publikum im Hintergrund. Okay, dann nochmal Achtung für eine Aufzeichnung. Und bitte. Ein altes Sprichwort sagt, wer am Freitag lacht, wird vielleicht am Sonntag. Also das kann doch nicht sein, dass da jemand mit dem Kasten Bier hinten über die Bühne läuft, oder? Wenn wir alle eine Flasche abkriegen, ist es nicht so schlimm. Okay, und bitte. Weinen werden Sie am nächsten Sonntag, höchstens vor Lachen, bei Sonntag lacht und der Wunderland-Revue aus dem alten Kraftwerk Rottweil. Mit dabei Herbert Mary, Knebel. Wir haben leider technische Probleme. Ich muss kurz abbrechen. Es ist... Und bitte. Ein altes Sprichwort sagt, wer am Freitag lacht, wird am Sonntag vielleicht weinen. Weinen werden Sie am nächsten... Kinder, wir sind hier noch am Aufzeichnen. Die bauen schon ab. Okay, dann hoffentlich zum letzten Mal. Und bitte. Ein altes Sprichwort sagt, wer am Freitag lacht, wird am Sonntag vielleicht weinen. Weinen werden Sie am nächsten Sonntag höchstens vor Lachen. Bei Sonntag lacht und der Wunderland-Revue aus dem alten Kraftwerk Rottweil. Mit dabei Herbert Knebel, Laura Kressing, Chrissy Illing und natürlich auch eure Mütter. Und selbstverständlich auch der zauberhafte Helge Thun. Mit seinem Deo-Roller. Udo Zeppetauer. Ja, und wir sind besonders stolz, dass wir nämlich dich, Mary, zum ersten Mal bei uns in der Show begrüßen dürfen. Also nicht vergessen, nächsten Sonntag, 20.15 Uhr im Südwestfernsehen, die SWR Wunderland-Revue. Und, was Sie noch nicht wissen, Mary wird außerdem auftreten am Samstag um 20.15 Uhr in der ARD bei Verstehen Sie Spaß und Frank Elstner.